Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Heute werden wir erstmal diese Munitionsfabrik reparieren. Dafür müssen wir nochmal so ein, Stromding jetzt gegens finden. Ah, ich habe irgendwie das Gefühl, es gibt nur einen. Ich meine, wir können auch zwei. Oh, das ist kacke. Ist hier Strom? Wir könnten natürlich selbst was hinbauen, aber das ist doch kacke, ist das. Deswegen müssen wir kurz überlegen, wo wir an Strom rankommen. Ich meine, hier ist Licht. Aber hier ist wahrscheinlich kein Strom. Ich habe wohl keinen Spieler hier in der Nähe. Ist doch nur die eine Leiche da hinten. Ah, guck mal. Julski, kommst du etwa zu mir? Willst du spielen? Strom. Wo bekomme ich denn hier Strom her, sag mal? Es ist verkehrt, dass ich die Waffe halte. Ich schwören kann, ich habe was gehört. Okay, falscher Alarm. Tot. Ich weiß nicht, wo ich den anderen Stromtyp mehr bekomme. Oh, ich leide an irgendwas. Aber höchstwahrscheinlich keine Medikamente dabei. Oh, hier ist eine Werkbank. Sehr schön. Dann werden wir hier auf jeden Fall nochmal kurz eine Kiste von uns aufstellen. Gelagert kürzlich. Da. Bisschen Holz und Stahl. Gar kein Problem. Ach ja, die Kiste ist ja voll, ne? Komm, du kannst weg. Gewicht. 5. Chemikalienanzug brauchen wir auch nicht mehr. Gewand der Mysterien, Gewicht 75. Du kannst auch weg. Ein Heilmittel nehme ich gerne mit. Okay. Dann heilen wir uns erstmal von der Krankheit, ne? So. Essen wir halt noch was. Hier ein bisschen Kaugummi, damit wir nicht so schnell Hunger kriegen. So. Und dann können wir den Schrott schon abladen, glaube ich. Ja gut. Schrott haben wir entwertet. So. Zack. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich hier keinen Strom mehr zusammenkriege. Ist das das einzige Stromding ins Kirchens, oder? Na gut, dann müssen wir selber noch ein bisschen Strom bauen. Ja, das ist kacke. Hier ist einfach nicht genug Platz. Na gut, bauen wir selber. Ich meine, ich hoffe, das ist jetzt nicht so teuer. Zahnrad habe ich noch, Schraube, ja gut. Ich brauche 2 davon. So, dann Stromanschlüsse. Einen dahin. Dann verbinden wir die beiden. Dann verbinden wir den damit. Und den dann damit. Alles klar. 10 mm Patronen. Das produzierst du. Okay, ich glaube nicht, dass sich irgendjemand hierher bequemen wird, um das hier einzunehmen. Bezweifle ich einfach mal stark. So, wir gehen einmal kurz hier runter. Dann müssten mittlerweile schon 3 Fusionskerne drin sein. Und dann haben wir 3 mehr und dann gehen wir nochmal zurück. Wir wollten nämlich noch zum Riss und wir wollten die Quest langsam anfangen. Aber ich meine, wie gesagt, diese Woche ist ein bisschen chillig angesagt, ne? Ein bisschen PvP hier, PvP da, wenn man denn jemanden mal sieht. Ich meine, wenn Platz 1 oder 3 bei mir in der Nähe ist. Obwohl, jetzt bin ich Platz 1, bin ich Platz 2. Und Platz 3 und 1 können ja sehen, wo ich bin. Also,
Ja, ein bisschen ungünstig, aber ich hoffe, jemand war gerade kurz davor, bei mir zu sein. Oh, ich hoffe es inständig. Vielleicht gehen wir nochmal zum Bahnhof und verkaufen ein paar Sachen. Wieso geht jedes Mal ein Alarm los, wenn ich herkomme? Ich bin ja wohl friedlich. Drei Fusionskerne. Oh. Schön. So gefällt mir das. So und nicht anders sollte das sein. Ich komme her, hole mir Fusionskerne. Wenn wir genug Fusionskerne haben. Oh, Junge, Junge, Junge. Was wir damit alles anfangen können. Wir haben jetzt schon 12. Wir haben nämlich hier eine hübsche Waffe. Ein Sturmgewehr. Den Gatling-Laser. Feuert ein zusätzliches Geschoss ab. Und das ist schon ganz geil. Aber was noch geiler ist, ist, dass er mit Kernen arbeitet. Das heißt, wenn ich ihn hierauf gehe, dann muss ich quasi nachladen. Dann kriege ich 500 Schuss. Schön für den Nahkampf. Falls mal irgendwas Großes vor mir ist, was ich nicht wegkriege. Also ist wirklich nur das allerletzte Mittel, ne? Aber mal sehen, vielleicht kriegen wir das ja noch mit Genauigkeit und so weiter hin. Habe ich hier eine Waffenwerkbank hingebracht? Ah, sehr schön. Ich riskiere es mal und steige hier aus. Erstmal müssen wir ja ein paar Sachen verwerten, ne? Hier. Ah, okay, die 50er Kaliber kann ich nicht mehr verwenden. Das heißt, dieses eine Gewehr, was wir im Lager haben, können wir eigentlich auch entwerten. 32, 35. Eigentlich müsste ich den hier ändern, ne? Kriege ich nämlich noch ein bisschen mehr Schaden hin. Erstmal das Sturmgewehr weg und das Kampfgewehr weg und die Rohrzange weg. Halt, da war noch was. Die 44er Pistole weg und dann möchte ich gerne modifizieren und reparieren. Und zwar möchte ich gucken, dass wir mehr als 35 Schaden hier kriegen. Müsste ja eigentlich zu machen sein, ne? Also was haben wir hier eigentlich für Dinger drauf? Gehärteter Verschluss. Präziser Verschluss. Verbessert Präzision aus der Hüfte. Schaden. Schaden. Ja, super. kraftvoller Verschluss. Überlegene Feuerrate. Überlegener Schaden. Überlegener Schaden gefällt mir schon mal. Oh, geerdeter Verschluss. Überlegener Schaden. Alles klar. So. Dann haben wir drauf stabilisierter verlängerter Lauf. Dann haben wir drauf solider Griff. Dann haben wir drauf durchbohrendes Magazin. Wegen Rüstungsdurchdringung, ne? Magazinkapazität brauche ich jetzt nicht unbedingt. Bohrendes Magazin. Oh, jetzt sind die schon fast gleich. Standardaufklärungszielfernrohr. Achso, Zielfernrohr ist klar. Schalldämpfer. Okay. Gehen hier ab. Nee, ich mach das hier erstmal zu Ende. So. Zielfernrohr ist gleich. Mündungsbremse machen wir einen Schalldämpfer dran. Und Lackierung haben wir keine. Und reparieren tun wir sie noch. So. Ich bin gleich bei dir. Moment, ich muss hier kurz noch was machen. Was sollte das denn? Was war das denn? Special Blend. Sind das Zigaretten? Wahrnehmung? Das ist... Wollte er mich gerade von hinten erschlagen? Das ist...
Hat er gedacht, ich bin AFK oder so? Ist denn nicht Timing? Ich habe ihn einfach mit der Pistole erschossen. Es tut mir leid, Bro, aber... Oh. Schlechtes Timing, würde ich sagen. Bei 5 Kronkorken, das war es jetzt auch nicht wert. Nicht wirklich. Aber jetzt habe ich eine neue 10mm Waffe. Keine Ahnung. Ich fand das witzig. Oh. Oder Generator ist fast Schrott. Kann ich dich reparieren? Ja, gerade nicht. Fusionskern, bitte, Dankeschön. Oh, ich dachte, du wärst ein Spieler, Junge. Mach mal keinen Scheiß. Oh, hier ist... Oh, ich dachte, wird geschossen. Wo sterben die Leute? Mad Max hat Olk getötet. Hey, Olk war ein guter. Wer weiß, okay, ah. Da ist einer. Zu meiner Verteidigung. Er kam mit der Armee von den Ghoulen, ja, also. Auch wenn der Level, ich weiß nicht welches Level der war, 5 oder so. Wer schießt hier auf mich? Irgendwer ist hier. Wer war das? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass diese Schüsse nicht mir gelten. Oder er versucht mich zu treffen und schafft es einfach nicht. So bist du losgeflogen. Ich hab dir keinen Befehl gegeben. Ja, das ist ein bisschen auffällig. Aber vielleicht ist hier wirklich nichts. Hau ab. Junge, geh weg. Bist du das, der auf mich schießt? Ich habe hier Halluzinationen. Ich denke die ganze Zeit, irgendwer schießt auf mich. Die ganzen Spinner sind respawned, ja. Aber mir auch nicht. Na gut. Darum müssen wir uns nicht kümmern. Ich habe echt gedacht, irgendein Spieler zielt gerade auf mich. Schade. Jetzt gern gehabt. Jetzt ein Duell. Ich finde mich gerade mehr als mächtig. Aber gut, gucken wir noch kurz Fusionskern an, ob da einer ist und dann hauen wir ab. Sollen die doch hin und her laufen, um mich zu jagen. Ich denke mal, da schießt jemand, wenn ich das sehe. Ne, kein Fusionskern. Na gut, hauen wir ab. Hoffen wir, dass gerade jemand hierher läuft. Ich würde es so toll finden, wenn jemand gerade hierher läuft. Das wäre der Traum. Ach ja. Guck nochmal wegen Munition hier. Wobei 10mm Munition ist ja auch nicht schlecht, ne? Ich meine, wir haben eine 10mm Waffe gerade sogar noch eine bessere bekommen. Von daher. So, jetzt fühle ich mich auch ein bisschen sicherer. Weil da hinten ist. Da ist mir viel zu viel Spieler vorkommen. Ist mir alles viel zu eng. Ich weiß, rein theoretisch müsste ich Ranger Hut mein Vorkommen da besser absichern, weil jede Sau kann da einfach hingehen und sich die Teile schnappen. Das ist mir bewusst. Aber ich
Denk mir einfach nö. So. Ja, 10mm Patronen. Aber schadet auch nicht. Ja gut. Dann gehen wir weiter. Aber finde ich gut. Wir haben jetzt zwei Maschinen, bei denen ich mich schon auskenne. Und ja, den Rest brauchen wir nicht. Munition ist schon wichtig. Und Fusionskerne sind so zwei Dinge. Aber wäre geil, wenn man die Munition einstellen könnte, die man sucht. Kann man vielleicht auch, wer weiß. Wer weiß, Leute. So, ich bin schon eine lange Zeit Platz 2, ne? So tötet niemand den da. Den Julski. Den Julski-Bulski. Gut, keine Todeskrallen hier. Perfekt. Blei. Beil. Es wird langsam spät. Das ist meine Ausrede. Ah, na gut. Wir haben dann noch den Riss und unsere Quest daneben. Dann würde ich sagen, die Hürde kennen wir ja, ne? Die Hürde kennen wir. Dann würde ich sagen, gehen wir als nächstes zum Riss. Gucken, was da so abgeht. Dann gehen wir zur Quest. Die wir vor etlichen Jahren anfangen wollten. Aber ehrlich gesagt, genau so stelle ich mir halt den Überlebensmodus vor. Nicht irgendwelche Leute, die andere Leute jagen, sondern einfach nur, ich meine, wenn was in der Nähe ist, ja klar, geht man da hin und macht mal Peng Peng. So. Aber wenn nichts in der Nähe ist, dann würde ich jetzt auch nicht zu irgendeinem Bahnhof gehen und da warten, bis jemand kommt. Das wäre sterbenslangweilig. Immer einer guck. Ich möchte gucken, wie es momentan mit meinem Damage aussieht. Wie ist mein Damage Output? Ach, der war auch 1000. Hey, wo ist der hin? Wieso ist der so gut? Der ist ja wesentlich besser. Toller Prototyp. Süß Prototyp. Okay. Ich muss ihn ja nicht unbedingt töten, ne? Aber hier kommen die Brandbestien her. Hier werden sie geboren, ja? Okay, das ist nicht wirklich viel Damage. Das ist nicht wirklich viel Damage. Oh. Aber gar nichts an. Okay. Let's go! Machen wir mal eine kleine Party hier. Ah, jetzt kommt die auch noch. Ich glaube, die Brandbestie muss ein bisschen näher kommen. Ja, die müsste ein bisschen näher kommen. Ich bin da mal weg, ne? Norway Noob. Toller Name. Vielleicht töten wir ihn ja doch noch. Aber dafür müsst ihr ihn ja erstmal treffen. Also wieso dumm genug, ihn überhaupt erst herauszufordern? Nee, nee. Jetzt kannst du knicken, dass ich das mache. Jetzt kannst du sowas von knicken. Da habe ich keinen Bock drauf. Ich laufe lieber. Laufen wir Richtung Quest und hoffen, dass er uns bis dahin vergisst. Vergiss mich! Vielleicht finden wir auch eine Höhle oder irgendwo, wo wir uns verstecken können unterwegs. Das ist doch... Ach, das ist die Hütte, wo wir das Kräftemonster das erste Mal gesehen haben, ne? Ein krankes Huhn? Stirb! Wollte ihm nur helfen.
Ich wollte gerade sagen, hat er abgelassen? Nein, hat er natürlich nicht. So sollte er auch. Oh, scheint so, als würde er mich jetzt in Ruhe lassen. Perfekt. Ja gut, vielleicht wird mir nochmal das Kräftemonster, das wäre geil. Nochmal extra Loot. Und dann brauche ich auch die Hütte hier nicht mehr. Weil die Erfahrung nehme ich sehr, sehr gerne mit. Oh ja. Wir haben ja immer noch Level Up, oder? Groß und schwer wird weiter... Was? Ah, ein ungeöffnetes Skillpaket. Du hältst 2 Minuten lang einen Schadensbonus. Okay. Chemiker, du erhältst beim Herstellen von Champs die doppelte Menge. Oh, das ist geil. Aber ich gehe erstmal auf Stärke. Darum, danach müssten wir Stufe 3 haben, ne? Perfekt. So, das heißt, wir machen jetzt mit dem Gatling-Laser 29 Schaden. Es wird immer besser. Hallo, leuchtender. Dein Stuff hätte ich sehr, sehr gerne. Und du läufst nicht weg. Läuft einfach weg. Oh, stell euch vor, ich würde eine Brandbestie töten. Oh, die würde 1500 oder was weiß ich geben. Bestimmt. Bauplan. Biocom-Fallenstelle-Rüstung. Das. Hab zuerst mal alles mitnehmen. Oh, diese Erfahrung. Oh, ist das geil. Oh. Hui. Freundchen, du bist schnell. Komm her. Ein Stim. Habt ihr vielleicht noch mehr Stims? Lass mal Kartusche. Okay, ich würde gerne einmal kurz gucken, was wir da noch so bekommen haben. Ja, das ist nichts Neues. Da brauchen wir nichts. Da brauchen wir nichts. Ja, der Chemiker, aber... Ich bin mal ganz ehrlich, das wird nicht viel bringen. Stimpaks stellen mehr her. Irgendwas habe ich das denn ausgetauscht? Wieso habe ich das Ding Stufe 3? Den haben wir zweimal. Rang erhöhen. Ja, hier ist auch nichts Großartiges Neues dabei. Da, gestärkte Gene. Geringe Chance, durch Reds zu mutieren oder durch Verwendung von Redway-Mutationen zu heilen. Es. Also geringere Chance. Ah. Das heißt, sobald wir eine Mutation haben, könnte ich das Ding ausrüsten und dann ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass wir quasi uns heilen. Stufe 50! Oh Gott, ich hätte schleichen sollen. So, das war Nummer 1. Sind die jetzt alle böse? Nein, okay. Nähern Sie sich und geben Sie sich zu erkennen. Rechtschaffen. Ach, verdammt. Wird kein Leid geschehen. Hätte ja funktionieren können. Wurde identifiziert. Feindselig. In welche Richtung schießt du da eigentlich, sag mal? So, einer fehlt noch, ne? Wo bin ich gerade? Ich bin mittig. Ja, eigentlich müsste ich den Rest aussehen können.
Nur den restlichen, den letzten. Den, die das letzten. Schön. It's a Super Mario Time! Oh, ich hab mich getroffen. Irgendwer wurde getötet. Wir müssen auf der Karte gucken, wo genau das ist. Wenn beide nämlich auf dem Weg zu mir sind, ist das kacke. Essen, Wasser, Aluminium, Stahl, Nuklear. Gut, das ist jetzt nicht so wichtig. Julski, läuft der immer da rum? Will nur gucken, wo jemand getötet wurde. Die Tasche liegt da immer noch. Dann ist der einfach so da gestorben. Ach, guck mal da. Obwohl, könnte auch fake sein. Könnte sein, dass da einer gestorben ist, aber dass da keine Tasche ist, kann auch sein. Na gut, glücklicherweise können wir direkt zu meinem Camp. Und von da aus dann runteres. Ja, bis jetzt läuft ja eigentlich ganz gut, ne? Ich bin noch keinmal abgeschossen worden von dem Spieler, obwohl ich die ganze Zeit panisch bin. Hm. Nice. Ja, ich weiß, dass ich dieses Teil habe. Ich muss kurz verteidigen. So, okay. Red Rocket Raststätte, ich komme. Mal gucken, vielleicht wenn wir auch noch heute ein paar Events machen. Ein bisschen was sammeln. Ich meine, danach kriegt man ja meistens auch Waffen. Und ich habe ja schon die ein oder andere gute Waffe davon bekommen. Also, hey, wieso nicht? Mal eine Woche fernbleiben von dem ganzen Questkram. Aber dazu erst morgen mehr, Freunde. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Haut rein, euer Zero. Tschüss. Aber erstmal gehe ich hier vorne hin. Kurz gucken, ob ich in Sicherheit bin. Ja, nice.